Hallo zusammen, mein Name ist Jessica und ich habe letzten Sommer meine kaufmännische Lehre bei der Karosserie Hess AG, dem einzigen Busbauer in der Schweiz, gestartet. Während der kaufmännischen Ausbildung bei uns werden wir in den Abteilungen Buchhaltung, Einkauf, Personaldienst und Verkauf eingesetzt. Momentan arbeite ich in der Abteilung Einkauf, wo ich hauptsächlich Material für unsere Busproduktion bestelle und die Liefertermine überwache. Kommt mit, gerne zeigen euch meine Mitlernenden ihren spannenden Alltag. Hallo zusammen, ich bin der Enis und ich bin im zweiten Lehrjahr heute Betreuer der Empfang. Wir Lernende sind jeweils zuständig für die Stellvertretung am Empfang. Hier seht ihr die Telefonzentrale, wo ich die Kunden empfange und weiterleite. Außerdem erledige ich hier die Aufgaben, die ich in der Buchhaltung bekomme. Ich habe die Abteilung Buchhaltung in diesem Semester kennenlernen. Meine Aufgaben in der Buchhaltung sind Rechnungen kontieren, verbuchen, Kasse führen und außerdem bin ich noch zuständig für das Büromaterial. Merci, ade, schönen Tag noch. Ich bin der Eredit und bin im dritten Lehrjahr. Im letzten Lehrjahr arbeiten wir meistens im Verkauf, wo man sehr selbstständig arbeiten und Verantwortung übernehmen kann. Ich nehme täglich Kundenbestellungen an, gebe Aufträge ein, erstelle Lieferdokumente und dazu bin ich verantwortlich, dass unsere Kunden Ersatzteile zu ihrem Fahrzeug zur gewünschten Zeit bekommen. Hallo, ich bin Joanna und im ersten Lehrjahr. Mein erstes Semester kann ich in der Abteilung Personaldienst verbringen. Da sich mein Tagesgeschäft rund um die Mitarbeitenden dreht, habe ich schnell viele Personen sowie die Organisation der Firma kennengelernt. Ich bearbeite Bewerbungen, schreibe Arbeitsverträge, erfasse alles rund um die und die Austritte und betreue das Zeitmanagement. Wenn ein Mitarbeitender einen Unfall erleidet, nehme ich den Fall auf und melde den Fall bei unserer Unfallversicherung. Zu den Aufgaben eines kaufmännischen Lernenden gehören natürlich auch administrative Aufgaben. Eine davon ist die Organisation und Planung von bevorstehenden Firmen alles. Wir diskutieren gerade über unser Ausflugsziel und über die Tätigkeiten, die wir beim nächsten Lehrlingsausflug machen wollen, weil wir selber reservieren und organisieren müssen. Neben den anderen Benefits wie eine Kostenübernahme von den Schulunterlagen, das geschenkte Halbtagsabo sowie vergünstigte Mittagmenüs findet jährlich ein Lehrlingsausflug mit allen Lehrlingen aus unserem Betrieb statt. Der Ausflug ist jedes Mal ein grosser Spass. Wenn du auch gerne am nächsten Lehrlingsausflug möchtest teilnehmen, bewirb dich gerade auf unserer Homepage unter www.hess-ag.ch für die freie Lehrstelle. Wir freuen uns auf dich!